Willkommen, willkommen. Wir sind in Bahir Dar. Ja, und wir werden gleich den blauen Nil sehen, der dort hinten aus diesem See rauskommt. Ich weiß nicht, wie der See heißt. Hat der einen Namen? Das Rosaires Reservoir. Okay, sieht also aus wie eine Staustufe. Egal. Fakt ist eins, wir wollen Tiere suchen. Und deswegen habe ich mir wieder ein bisschen langsam aus Flugzeug genommen. Hier die Virus SW-121 Pipistrel. Lustiger Name, oder? Ja, machen wir uns auch auf den Weg. Auf geht er. Ja, siehst du von außen aus? Ja, alles gut. Gibt es sowas wie eine Klappe? Ja. Ah, drei Stufen sogar. Naja, Parkbremse schon gelöst. Ui. So sprungradmäßig. Okay, gut. Fliege ich das erste Mal das Modell? Dann kann man abheben. Sehr unruhig. Aber ich will ja was suchen, was. Kommen wir hier hoch? Ich will ja was suchen, was ein bisschen langsamer ist. Damit wir sie schön sehen können, unsere Giraffen. Deswegen habe ich mir also die hier genommen. Ja, und ich habe mir das auch so ein bisschen gesetzt. Als Ziel. Dort hinten müssen sie sein. Ja, ich hätte es auch anhand der Karte gefunden. Also einfach. Okay, ja. Sorry, ich wollte gar nicht überwacht werden. Ja, wie weit ist es? 14 Meilen ungefähr. Boah, schaffen wir auch mit der kleinen Möhre hier dorthin zu kommen. Mal ein bisschen gucken, Geschwindigkeit. Ja, alles gut. Achso, wir nehmen mal eine Klappe rein, was? Ja, Klappe ist drin. Kraftstoff haben wir auch genug. So, dort, ah ja, da können wir mal vorbeifliegen. Dort, wir fliegen mal zum See. Ja, fliegt man schon langsam. Wir wollen auch gar nicht so hoch steigen. Fahren wir hier ein bisschen am, oder fliegen ein bisschen am See vorbei. Und dann ist ja da auch das Stadion, das Bahir Dar Stadion. Und ansonsten fliegen wir aber direkt auf die Berge zu. Da hinten sieht man auch, da hängt ein schönes Gewitter gerade drin. Was ist das denn? Sieht vulkanisch aus. Hier unten, oder? Oder wie eine Mine, als wenn hier was abgebaut wird. Ja, ich weiß nicht so richtig. Vielleicht spule ich ein bisschen vor. Wir gucken uns mal dieses Stadion dort an. Da gehen wir noch ein bisschen runter. Wir lassen die Funke hier ruhig ein bisschen reden. Ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen. Hatte mich also weder an noch abgemeldet am Flughafen. Da, ah ja, hier kommt er raus aus dem See, der blaue Nil. Kürzen aber ein bisschen ab. Die sind dort, oder die sollen dort tatsächlich in der Nähe von dem Fluss sein, aber es gibt ja noch andere Tiere. Komm mal googeln. Also ich suche jetzt erstmal Giraffen. Ja, jo, schönes Stadion. Aber wie gesagt, es soll auch Elefanten geben, Bären. Ja, und ich glaube, wir spulen mal ein bisschen vor. Also ich mache mal einen Zeitraffer. Hier mal mit das Stadion. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Da sind wir also wieder. Und wir suchen nach wie vor unsere Giraffen. Dort hinter dem Hügel müssen sie sein. Ich sollte jetzt auch mal ein bisschen an Höhe verlieren. Damit wir sie auch sehen. Ja, um ehrlich zu sein, verliere ich ja schon Höhe. Also angezeigt, 3,5 Meilen auch ungefähr bis dahin. Nautische Meilen. Ich nehme auch schon ein bisschen Geschwindigkeit weg. Denn durch das Sinken bin ich ganz schön schnell geworden. Naja, und in 7300 Fuß Höhe sind sie. Wir wollen natürlich so tief wie möglich fliegen. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich sogar ein bisschen die Klappen rausnehmen. Um langsamer fliegen zu können. Aber was auch gesagt wird, ist, dass man sie nicht immer dort trifft.
wo sie eingezeichnet sind, die guten Giraffen. Also kann sein, dass wir ein bisschen suchen müssen. Wir gucken einfach mal. 76, 73, ich werde schon langsamer. Ah, ich glaube, wir können noch ein bisschen weiter runtergehen. Wir wollen ja was sehen. Ah, blauer Nilgiraffe. Da. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich weiche da dem kleinen Hügel noch so ein bisschen aus und werde sie dann vom Wasser anfliegen. Oh, wir haben eigentlich schon so was wollen. Wir nehmen mal Klappen raus, ne? Können wir langsamer fliegen. Wir haben ja viel Klappen hier. In unserem kleinen Flugzeug. Hey, wir müssen noch weiter runter. Wir müssen noch weiter runter. Nehmen wir ein bisschen den Saft weg. Das ist echt interessant, ne? Schaut euch mal den Fluss hier an, den blauen Nil. So jede Strömung und alles sowas so erkennbar ist. So, okay, wir erkennen die Hütten auch auf jeden Fall gut. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir da hinten Giraffen sehen. Ah, ich gehe mal voll auf Klappe. Ah, Klappen voll draußen. Schön langsam fliegen. Über den Fluss, damit wir sie nicht verscheuchen. Ah, langsamer als 70 Knoten wollen wir mal nicht werden. Erkennt ihr schon was? Ich sehe noch nichts. Wir gehen noch ein bisschen runter. Oh, sie singen noch ganz schön, merke ich gerade da drüben. Am Variometer. 500. Ja, ja, ja. Och, mit Callouts. Wie verrückt ist das denn? Ich sehe nichts. Eine Giraffe da? Wo sucht man denn hier am besten? Doch, da hinten! Doch, da hinten! Seht ihr sie? Ja! Dort, sie bewegen sich sozusagen gerade weg. Ah, die hören wahrscheinlich die Motorgeräusche. Und suchen Schutz unter den Bäumen. Achtung, dort. Das gibt's doch nicht. Giraffen. Ah, da fliegen wir nochmal vorbei. Achtung, der Hügel. Das ist ja super. Nur gerne mal hin. So. Die fliegen wir nochmal an. Ob sie uns ein bisschen näher kommen jetzt. Da sind sie. Ah, jetzt kommen sie raus aus dem Dickicht dort. Ah, hätte ich noch ein bisschen langsamer fliegen können. Gibt es noch ein langsameres Flugzeug? Also ist ja echt super. Oder? Da sind sie. Ah, Strömungsabriss. Gehen wir mal ganz kurz. Da haben wir sie. Super, super, echt Wahnsinn, wie man sich freut, oder? Animiert die Giraffen zu sehen. Naja, ich flieg mal zurück zum Flughafen. Ja, und ich sag mal, viel Spaß beim Tiersuchen. Nächste Aufgabe dann irgendwann, Affen? Nee, gibt's nicht. Elefanten, ist vielleicht noch ganz interessant. Elefanten. Also, das könnt ihr euch auch einschalten. Na, dass euch diese Fauna angezeigt wird, macht es natürlich ein bisschen leichter. Ich habe es dann auch in der Karte, in der Weltkarte quasi noch als Ziel gesetzt. Und so war es ein bisschen leichter zu finden. Also, macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, der Willi freut sich bestimmt, wenn ihr ein Like da lasst. Also für eins seiner Videos natürlich. Und ein Abo auch. Und Björn ist auch bald wieder da. Unser Profi-Pilotenkumpel, der ist ja gerade bei RTL, bei den Lego-Stars. Und deswegen können die beiden Männer sozusagen im Augenblick gerade keine neuen Videos machen, aber das ist geplant. Nebenbei fliegt natürlich Björn auch noch ein bisschen mit seinem Airbus. Also mal bei den Lego-Stars reinschauen, Freitagabend, 20.15 Uhr, Primetime-Show, also bei RTL, auch wenn es der Konkurrenzsender ist. Da sage ich es doch mal gern an, weil der Björn sich da ganz gut verkauft. So, Klappen rein und ab geht er. Macht's gut!